Eine Dissektion im Bereich der Gefäßchirurgie oder Gefäßmedizin ist eine krankhafte Aufspaltung oder Aufteilung der Wandschichten. Wir haben normalerweise drei Wandschichten in gesunden Gefäßen. Wenn sich jetzt beispielsweise durch eine Ruptur, also ein Einriss eines Plaques, einer Verkalkung oder durch einen Unfall oder auf dem Boden einer angeborenen Erkrankung, eine Wühlblutung beispielsweise ergibt, kann sich die innerste Schicht loslösen und das Blut teilt dann quasi das Gefäß in ein echtes und ein sogenanntes wahres und ein falsches Lumen. Das nennt sich klassischerweise Dissektion.